Personalangelegenheiten der Kreisverwaltung, der großen Anfrage der Fraktion Die Linke. Ich verweise auf die Erläuterung in der Drucksache 376 aus 2014 und bitte um Begründung der anfragenden Fraktion. Bitte Herr Hauptmann. Sehr geehrte Frau Kreistagsvorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, ich werde die Begründung und sozusagen die Aussprache gleich vorwegnehmen, damit die Gesamtredezeit nutze, also 10 Minuten. Schon lange wird hinter vorgehaltener Hand gemunkelt, dass es Probleme zwischen der Dienststelle und dem Personalrat gibt. In den letzten Wochen konnten wir darüber auch immer mal wieder in der Presse lesen. Auch hier im Kreistag wurden dazu schon häufiger kleine Anfragen gestellt. Als Fraktion haben wir uns die Mühe gemacht und versucht, alle strittigen Punkte zwischen Personalvertretung und Dienstherr, sofern sie uns bekannt waren, als eine große Anfrage zusammenzufassen. In diesem Zusammenhang ist es schon erstaunlich, dass erst das Rechtsamt hier im Hause überprüfen musste, ob eine große Anfrage im Zusammenhang mit Personalangelegenheiten überhaupt zulässig sei. Man könnte auch fragen, war dies ein Versuch, unsere große Anfrage zu verhindern? Wir nehmen mit unserer Anfrage das Recht, vielleicht sogar die Pflicht wahr, nach § 8 Absatz 1 Satz 1 HKO, dass der Kreistag als oberstes Organ die gesamte Verwaltung des Landkreises überwacht. Dass wir in ein Wespennest gestochen haben, zeigen anonyme Briefe, wahrscheinlich aus der Verwaltung, die wir und wahrscheinlich auch andere Fraktionen hier im Hause erhalten haben. Was muss für ein Klima herrschen, wenn anonym geschrieben wird, so wörtlich, andere Kollegen nehmen sich einen Rechtsbeistand, wollen nur noch weg. Bei anderen Briefen wird deutlich, dass sich Kolleginnen und Kollegen bei der Beförderung übergangen fühlen. Ich denke, es lässt sich sagen, dass ein Klima der Unsicherheit und vielleicht sogar der Angst herrscht. Natürlich kann man sagen, was sollen so anonyme Briefe? Und sie mit Kopfschütteln abtun. Aber man kann sie auch ernst nehmen und als Indiz dafür werten, welche Not hier im Hause bei einigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herrschen muss, dass sie zu solchen Mitteln greifen. Als Linke stehen wir hier auf Seiten der Betroffenen und der unserer Personalvertretung. Wir sind nicht gewählt worden, um einzelne Partikularinteressen des Dienstherrn zu bedienen, sondern um die Interessen der Mehrheit der abhängig Beschäftigten zu vertreten. Meine Damen und Herren, wie soll unter diesen Bedingungen effektiv und engagiert in der Verwaltung gearbeitet werden? Eigentlich dachten wir als Fraktion, dass mit dem Landratswechsel Schluss sei mit Basta-Politik. Vielleicht gibt es einige unter Ihnen, die einer demokratisch verfassten Betriebskultur weniger abgewinnen können. Dem sei gesagt, dass das Mitbestimmungsrecht eines der tragenden Säulen der sozialen Marktwirtschaft und des Sozialstaates ist und eine lange Tradition haben. Schon in der Weimarer Verfassung von 1920 war es verankert als Zugeständnisse an die Arbeiter- und Soldatenräte und wurden 1935 durch das Nazi-Regime abgeschafft und eines Herrenhauser-Prinzips, aber gleich wieder 1946 durch alliierten Beschluss eingeführt. Wir brauchen hier eine Verwaltung, in der die Mitbestimmungsrechte des Personalrechts geachtet werden. Gerade durch einen Landrat, der sich der Sozialdemokratie verpflichtet fühlt. Daher war unsere Hoffnung auch, dass mit der großen Anfrage ein Aufeinanderzugehen stattfinden könnte. Wir wissen, Herr Landrat, dass Sie die Fähigkeit besitzen, zu integrieren und zu versöhnen. Aber scheinbar scheint es zurzeit nicht zu gelingen, den gordischen Knoten zu lösen. Wie kann es denn sein, dass wir zum heutigen Kreistag schon wieder eine neue kleine Anfrage zum Verhältnis Personalrat und Dienstrat dienstherstellen könnten? Der Verdi Landesbezirk Hessen schrieb mit Irritation und Verärgerung, ich glaube an alle Fraktionsvorsitzenden in unserem Landkreis, dass der Landkreis interne Konflikte zwischen dem Personalrat und Dienststellen in den Strukturen des Hessischen Landkreistages kommuniziert und bearbeitet habe. Diese Kommunikation fand in teilweise unwahrer Darstellung statt und fällt ein Gesetzesbruch dar. So wörtlich werden.
Zur Verdeutlichung für die Kolleginnen und Kollegen im Kreistag. Es ging eine Mail von unserem Landkreis heraus an alle Landkreise mit der Hilfe, mit der Bitte um Hilfe bei dem Problem mit dem Personalrat, von der diese Detail jetzt geschildert wird. Ist das ein Klima zwischen Personalrat und Dienstherrn, das auf eine gedeihliche Zusammenarbeit in Zukunft laufen lässt? Die Beantwortung unserer großen Frage hätte auch als eine Art Besinnungsaufsatz verstanden werden sollen. Aber da erlebten wir nun die zweite Enttäuschung. Und an dieser Stelle sage ich auch mal Verärgerung, wie die große Anfrage beantwortet wurde. Wir stellen eine große Anforderung, die Anforderung, dass möglichst exakt und wahrheitsgemäß über ein Sachverhalt informiert wird. Denn nur so ist es möglich, dass man sich ein genaues Bild aller auf der hier im Kreistag vertretenen Kolleginnen und Kollegen verschaffen kann. Aber es wurde getrickst und Worte beschönigt. Lassen Sie mich wegen der Kürze der Zeit noch einige Beispiele exemplarisch nennen. Die Frage liegt Ihnen vor, zu Frage 12. Es wurde nach der Rechtsgrundlage gefragt. Aber es gab, würde keine Rechtsgrundlage erwähnen. Wir verstehen als Linke gerade immer als Rechtsgrundlage nur etwas mit Paragraphenzeichen. Es sei ja nicht geschehen. Zu Frage 9. Es ist richtig, es gab 2010 eine Dienstpostenbewertung. Aber es gab dann Änderungen bei der Bewertung und daran war dann nicht der Personalrat beteiligt. Das wurde leider vergessen zu schreiben. Zu Frage 7, natürlich sind Mehrkosten entstanden, wenn ich freie Stellen neu besetze und dadurch Beamte befördere. Hätte ich die Stellen erstmal nicht neu besetzt, wären keine Kosten entstanden. Die Linke kann also auch rechnen. Aber es kann doch nicht der Sinn einer großen Anfrage sein, dass wir uns als Fraktion die Wichtigkeit von Antworten erarbeiten müssen. Da fordere ich schon Wahrheit und Klarheit vom Kreisausschuss an. Und das zumindest auch einmal die Position des Personalrates in sehr strittigen Fragen dargestellt wird. Erst dann können wir die Abgeordneten im Kreistag wirklich die Situation beurteilen. Ich komme nun noch zu einem Punkt, wo wir uns nur noch veräppelt fühlen als Kreistagsfraktion. Punkt 13, der Ihnen allen vorliegt. Ich glaube, der Name Eigenbetrieb sagt schon alles. Ich brauche ja hier gar nicht mehr einzugehen, sonst müsste man sich fragen, ob jetzt Deutschendorf noch zu unserem Landkreis gehört. Es war eigentlich der krönende Abschluss. Wir stellen daher den Antrag, diese große Anfrage gemäß § 17 Geschäftsordnung des Kreises Satz 4 zurückzuweisen an den Kreisausschuss zur weiteren Überarbeitung. Und sollte es dann ein Besinnungsaufsatz werden, über die Weihnachtsfeiertage sollte man sich schon fragen, ob ein anderer Umgang mit dem Personalrat nicht auch im Sinne des Dienstherrn ist. Vielleicht brauchen wir Hilfe von außen. Es ist doch Tatsache, dass nur Mitarbeiter, die sich an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen, sehr gute Leistungen erbringen können. Und dies fördern wir doch alle tagtäglich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung. Und das versuchen sie ja auch zu leisten. Lassen Sie uns als gemeinsame Aufgabe aller Kreistagsfraktionen sehen, dass diese Verwaltung zu einem vorbildlichen Arbeitsplatz wird, getragen von einer demokratischen Leitungsstruktur, Transparenz und Respekt durch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit von Landrat, Personalrat und Kreistag. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke Ihnen. Als Rückverweisung eben von diesem Antrag oder dem Kreisausschuss. Ich habe jetzt Wortmeldungen, Herr Schütz. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Kreistagsabgeordnete, Frau Kreistagsvorsitzende, Entschuldigung, ist schon recht ungewöhnlich, dass hier von der linken Seite gar kein Beifall kommt, wenn Herr Hoppmann spricht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte auch das Gefühl, hier spricht gerade der Oppositionsführer. Demzufolge, Herr Hoppmann, vielen Dank für die offenen Worte. Ich kann da mit Sicherheit auch noch das eine oder andere ergänzen, denn für mich lässt die große Anfrage und vor allem die Antworten nur einen Schluss zu. Das Tischtuch zwischen der Behördenleitung und dem Personalrat ist für den Moment zerschnitten.
Wir lesen hier von mehreren Feststellungsklagen, Beantragung einer einstweiligen Verfügung, Auswahlverfahren mit vermeintlich erheblichen rechtlichen Mängeln und auf der anderen Seite Personalvertreter, die einer vermeintlich ordnungsgemäßen Einladung der Einigungsstelle zu einer Sitzung nicht folgen. Ich kann an der Stelle nur festhalten, schlimmer geht's nimmer. Und ich gehe auch davon aus, dass der Personalrat mit den Antworten aus dieser großen Anfrage mit Sicherheit nicht einverstanden ist. Wer macht hier was falsch? Für mich als Außenstehenden eigentlich schier unmöglich, dies zu beurteilen oder gar Schuldzuweisungen auszusprechen. Fakt ist aber, das Ergebnis, das uns aktuell vorliegt, oder sagen wir mal Zwischenergebnis, ist für mich eine Katastrophe. Das Klima in weiten Teilen in diesem Kreishaus ist schlecht. An die Fraktionsvorsitzenden, auch das haben wir gehört, werden anonyme Briefe verschickt und per Mail versandte Internas aus der Verwaltung ziehen mittlerweile hessenweit ihre Preise. Die Not, wie groß muss die Not sein, wenn man zu solchen Mitteln greift? Und wir haben auch von Betriebsfrieden gelesen. Ich glaube, das Gegenteil von Frieden scheint mir hier der Fall zu sein. Meine Damen und Herren, Fachleute behaupten, Führungskompetenz könne man erlernen. Ist das so? Ich habe zurzeit einen anderen Eindruck mit Blick auf die Dinge. Unzufriedenheit liegt nicht zuerst am Geldverdienen. Wer für mehr Geld kommt, der geht auch für mehr Geld. Wichtigste Kündigungsgründe sind ein schlechtes Arbeitsklima und eine schlechte Führungskraft, die mich nicht fair behandelt oder mich nicht fördert. Es gibt weder den perfekten Menschen noch den perfekten Chef. Aber Führungsqualität bedeutet für mich, zu getroffenen Personalentscheidungen unmissverständlich zu stehen und sie dann auch umzusetzen. Das nennt man dann Durchsetzungsvermögen und Vertrauen baut sich auf, wenn man verlässlich zu seinen Aussagen steht. Werden Versprechen gebrochen, entsteht genau das Gegenteil von Vertrauen und tief enttäuscht sind am Ende nicht nur die Betroffenen selbst. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie alle kennen den Begriff Querelen. Er wird häufig für Streitigkeiten, Zank, Zwist und so weiter verwendet, deren genaue Umstände nicht bekannt sind, die aber zu einer Verschlechterung des Arbeitsklimas führen. Und diese Querelen schränken unsere Kreisverwaltung zusätzlich in ihrer Handlungsfähigkeit ein. Der erst heute eingebrachte Haushalt 2015 ist das beste Beispiel für die Überlastung im wichtigen Tätigkeitsbereich der Kämmerei. Es werden immer wieder hausintern auch Vermutungen geäußert und an uns Fraktionen herangetragen, dass von der Verwaltungsspitze gewünschte Führungspersonal von politischer Seite hintertrieben, torpediert und letztendlich auch verhindert werden. Eines darf an der Stelle nie vergessen werden, ob Entscheidungen getroffen oder nicht getroffen werden. Es geht dabei immer um die Menschen. Transparent getroffene und nachvollziehbare Personalentscheidungen bringen Zustimmung. Das Gegenteil von Zustimmung ist Ablehnung. Mit Frust statt mit Lust zur Arbeit erscheint in diesem Kreishaus täglich für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gelten. Nur wer sich gemeinsam an einen Tisch setzt, miteinander redet, statt nur noch über Juristen zu kommunizieren, wird an der unbefriedigenden Situation auch etwas verändern können. Konsens statt Dissens muss man aber auch tatsächlich wollen, sonst wird es nichts. Und man sollte, wie es so schön heißt, die Hoffnung an so etwas nie aufgeben. Allein fällt mir im Moment der Glaube daran, nach all dem, was schon geschehen ist. Es ist nämlich schon jetzt eine unendliche Geschichte. Die anhaltenden Personaldiskussionen sind eindeutig die Achillesferse dieser Behördenleitung. Und deshalb sind auch viele offene Baustellen des Landkreises für mich zumindest auch nicht weiter verwunderlich. Ob es im kommenden Jahr besser wird, das darf getrost bezweifelt werden. Ich erinnere diesbezüglich nochmals an das mehrfach auch von unserer Fraktion angemahnte Personalentwicklungskonzept. Es lässt seit vielen Jahren auf sich warten und ich würde mir wünschen, dass wir da mal entsprechend etwas Klarheit bekämen. Und ich wünsche vor allen Dingen sowohl der Behördenleitung als auch dem Personalrat als auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sich diese Situation, die für alle unbefriedigend ist, verändern möge und dass man an einen Tisch findet, um wieder miteinander zu reden. Nur so kann man Probleme in den Griff bekommen. Vielen Dank. Kreistagsvorsitzende, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Beantwortung der großen Anfrage zum Thema Personalpolitik im Kreishaus lässt tief blicken.
Das Vertrauen zwischen dem Innensekretär, Herrn Landrat Dr. Kubat, und den Vertretern des Personalrates scheint völlig dahin. Es gibt wohl so gut wie keine Zusammenarbeit mehr, so stellt es sich für unsere Fraktion dar. Für die Fraktion der FDG ist die Beantwortung eine ernüchternde Momentaufnahme bei einem Themenkreis, der lange noch nicht abgeschlossen scheint. Wir stimmen damit ausdrücklich Ihnen, Herr Hoffmann, zu, dass man da noch nacharbeiten muss. Wir werden auch der Zurückweisung der Großen Anfrage zustimmen. Wir haben uns selbst viele Fragen notiert, die noch offen sind. So etwa, was sind für Kosten entstanden für die Rechtsberatung des Kreisausschusses, aber auch für die Hinzuziehung von Rechtsbeistand für den Personalrat, sicherlich auch schon entsprechend hohe Summen. Nach dem Personalentwicklungskonzept, Herr Schütz, frage auch ich, zumal, wenn man jetzt erfahren hat, dass der dafür eigens vor Jahren abgeordnete zuständige Beamte nunmehr den Dienst beim Fachdienst für Wasser- und Bodenschutz tun soll. Wir sind sehr gespannt, wann man dieses Konzept uns vorlegt. In diesem Zusammenhang fallen uns auch Ungereimtheiten bei der Beantwortung der Großen Anfrage auf. Dort steht etwa in der Antwort 10, eine Zuweisung eines Beamten, beamtenrechtlich gibt es den Begriff der Zuweisung meines Erachtens nicht. Dann auch von Herrn Hoffmann bereits angesprochen, die angesprochene Stellenbewertung. Hier gab es keine Stellenbewertung, sondern lediglich eine Dienstkostenbeschreibung und das den Fraktionen ja vorliegende anonyme Schreiben geht intensiv damit nochmal, setzt sich damit nochmal auseinander, zumal in 2010 gar keine Bewertungskommission bestand. Fragen über Fragen, wie etwa auch zum Reinigungspersonal beim Eigenbetrieb, zum Gebäudemanagement. Auch hier waren wir etwas überrascht, dass man das nicht gleich mit beantworten konnte, zumal der Kreisbeigeordnete eben in seiner Haushaltsrede ja Erläuterungen dazu gegeben hat. Dann ist es schon bestürzend, dass dieses Thema im gesamten Land Hessen bekannt ist, dass wir ein Schreiben der Verdi bekommen, und wenn man sich mit Kolleginnen und Kollegen außerhalb des Landkreises unterhält, eben auch diese Personalpolitik ein Thema ist, und da gibt es doch weitaus wichtigere Themen. Wir dürfen in Zeiten von Finanzsorgen, Asylproblematik, demografischer Wandel wir dürfen es uns nicht erlauben, dass interne Fäden zwischen Behördenleitung und Personalrat den ordnungsgemäßen Betrieb der Kreisverwaltung gefährden. Auch wir können uns Rat von außen im Rahmen eines Meditationsverfahrens gut vorstellen, denn so darf es ja nicht bleiben. Es muss besser werden, es muss miteinander besprochen werden, dass wir spätestens in einem Jahr von dieser Stelle aus sagen können, die Chemie stimmt, man ist auch aufeinander zugegangen und Behördenleitung und Personalrat arbeiten zusammen, denn wo gibt es das sonst hessenweit, dass nahezu jede Entscheidung des Kreisausschusses, wo es auch immer möglich ist, vom Personalrat kritisch hinterfragt wird, ja bis hin zu Beförderungen oder Höhergruppierungen, das kann es doch nicht sein, wir haben Wichtigeres zu tun, und ich hoffe, dass das Feld weiter bearbeitet wird und auch so bearbeitet wird, dass wir zufrieden im nächsten Jahr feststellen können, beide Seiten sprechen wieder miteinander und wir brauchen nicht die teure Rechtsberatung. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Kreistagsvorsitzende, verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen, als der Vortrag des Fraktionsvorsitzenden der Linksfraktion sprach, dachte ich, bis das jetzt beginnt, der Kernschmelze der Kernkonvention mit Unterstützung der Linken. Besonders bemerkenswert ist, dass der Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion
einen Hinweis einbringt, ob man denn auf eine Aussprache verzichten könne, weil die Antworten ja nicht wahr und nicht gebührlich seien. Insofern sei mal aber Türsprechen miteinander. Insofern ist das ja in Ordnung, Herr Karl. Sie können sich ja gleich noch äußern, auch wenn Sie heute nicht sprechen wollen. Insofern ist es schon bemerkenswert. Ich habe mir die Frage gestellt, ob der Fraktionsvorsitzende der SPD möglicherweise mittlerweile Fraktionsgeschäftsführer bei der Linksfraktion ist. Aber das sei mal. Manche Antworten haben vom Hauch eines Märchens, lieber Reinhard Kubert, sehr geehrter Landrat, und von daher, ich habe ja den Anspruch gehabt, dass wir den vorweihnachtlichen Frieden hier nicht stören wollen, aber dann kam nun mal diese blöde große Anfrage von der Linksfraktion. Ich kann es nicht ändern, deswegen würde ich es aber ironisch und ein bisschen friedlich hier auch anstimmen und im Sinne eines Märchens, wo wir ja wissen, Weihnachtsgeschichten werden immer gerne erzählt, an vielen ist ja auch was dran, als Märchen verpacken. Tun wir mal so, als hätten wir das Jahr 2016 und wir erzählen unseren Kindern oder Enkeln eine Weihnachtsgeschichte, die ja bekanntlich immer damit losging. Es war einmal, die Geschichte geht so los, es war einmal ein Landrat. Ein Landrat, ein freundlicher Mann. Ein Landrat, der Gutes für den Landkreis tun wollte, ein Landkreis, der auch Gutes für seine Verwaltung tun wollte. Und da kam immer wieder ein roter Abgeordneter, der ihm besonders kluge Ratschläge mit auf den Weg gab. So kluge Ratschläge, dass diese Ratschläge sogar bis in die originären Aufgaben des Kreisausschusses hereinreichten und in die Personalpolitik maßgeblich Einfluss fand. Das Ergebnis ist, dass der Rote Ritter offensichtlich stärker die Personalpolitik bestimmt, als derjenige, der dafür eigentlich im Sinne zuständig ist. Das Ergebnis, so geht die Geschichte weiter, und wir wissen, die Märchen, da sind ja ein gerüttelt Maß an Wahrheitsgehalt dabei, dass wir heute eine Situation vorfinden, die es noch nie gegeben hat. Noch nie war die Stimmung so schlecht in der Verwaltung, beim Personal wie heute. Noch nie war die Diskrepanz, die Entfernung zwischen Personalrat und Kreisausschuss so groß wie heute. Und jetzt mache ich mal eine Klammer bei den Märchen und komme zu traurigen Fakten. Viermal musste die Einigungsstelle, das Einigungsstellenverfahren durchgeführt werden. Eine Vielzahl von Klagen beim Verwaltungsgericht sind anhängig. Folge ist Nichtbesetzung von Stellen, verspätete Besetzung von relevanten Stellen, Fachdienst Jugend, Fachdienst Finanzen, Fachdienst Soziales. Fakt ist, zu teilen trägt das nicht nur in die Stimmung, sehr der Landrat, lieber Reinhard, ich muss das so sagen, sondern das kostet den Landkreis auch echt nicht Geld. Und deswegen die Nichtbeteiligung oder das Ignorieren dessen, was der Personalrat will, das geht natürlich auf die Dauer nicht. Und deswegen stelle ich mir auch ehrlich gesagt die Frage, warum müssen wir eine solche bedeutende Thematik, wo es um sensible Daten geht, und das ist jetzt wieder die Frage in Richtung der antragstellenden Fraktion, in einer öffentlichen Sitzung beraten. Meine Damen und Herren, dieser Kreistag, der ist kraft Amtes nicht verantwortlich für die Personalentscheidung. Wir sollten involviert sein, wir sollten aber nicht, weil hinter jeder Stellenbeschreibung, so wie sie differenziert in der großen Anfrage erfragt wurden, klar ist, wer als Person, als Mensch mit Biografie dahinter steht. Von daher habe ich allergrößte Zweifel, ob wir hier das Richtige machen. Ich will das mal auf den Punkt bringen. Leid, Pech und Pannen. Ja, Frau Vorsitzende, ich komme sofort zum Ende. Pleiten, Pech und Pannen sind das eine. Führung von außen ist das andere. Führungsschwäche von innen ist das Besondere an der bemerkenswerten und traurigen Situation. Das Märchen geht so zu Ende, dass der schwierige Landrat dann Ende 2016 zum Glück die Bürde, die Last der Verantwortung nicht mehr tragen muss und dann wieder mit großer Freude andere Dinge nachgehen darf. Der Großleiter der großen Anfrage, ein roter Ritter,
der wird an der Stelle möglicherweise sein Tun und sein Wirken im Hintergrund vielleicht bereuen, vielleicht auch nicht. Militärisch betrachtet, das ist meine Abschlussaussage, nennen wir so etwas Friendly Fire. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall kein Friendly Fire für die Vorweihnachtszeit. Lieber Reinhard Kubert, ohne persönlich zu werden, bestimmte Dinge muss ich jetzt auf den Punkt bringen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, selten hat mich eine große Anfrage bzw. Ihre Anfrage so ratlos zurückgelassen, wie das diesmal der Fall ist. Aber nicht, weil ich die Antwort nicht als erschöpfend bewerten würde, da distanziere ich mich ganz im Gegenteil von, dass die Ratlosigkeit geht wo ganz anders hin. Nämlich, was sollen die Kreistagsabgeordneten mit der Antwort jetzt anfangen? Denn was Sie als unverständlich bezeichnen, was Ihnen fehlt, Herr Hoffmann, ist ja, sagen wir, die Frage des Hintergrundes. Warum haben die jeweils Beteiligten sich wie verhalten? Und da bin ich dem Kollegen Schwarz sehr dankbar. Da sind wir hier in der falschen Veranstaltung, meiner Meinung nach. Aber obwohl manche das in der Debatte schon gesagt haben, auch Herr Schütz hat gesagt, wer macht hier was falsch, ich kann es nicht beurteilen, obwohl das manche gesagt haben, ist hier doch sehr eindeutig dann doch nicht widerstanden, konnte man nicht widerstehen, auch der Kollege Schwarz, trotz der richtigen Bemerkung musste ja da sein Märchen erzählen, da einseitig dem Landrat die Schuld zuzuschieben. Davon distanziere ich mich ganz ausdrücklich. Ich möchte hier nicht einseitig Partei ergreifen bei einem Prozess, den ich gar nicht abschließend bewerten kann. Das sind Prozesse, die der Kreisausschuss im Wechselspiel mit dem Personalrat gestalten muss. Ich kann es nicht bewerten, weil ich die Fakten nicht kenne, warum man in die Einbringungsstelle gehen muss und wieso man dann zu welchen Ergebnissen kommt, warum man dann vielleicht die Einbringungsstelle bei dem einen Fall sagt, wir geben den Landrat recht, in meinem anderen macht es so wie der Personalrat, dann beim dritten Mal ein Kompromiss steht und beim vierten Mal der Landrat als Behördenleiter den Personalrat überregeln muss. Ich kann das nicht beurteilen. Und Herr Kollege Schwarz hat richtig darauf hingewiesen, wenn wir das jetzt näher beobachten wollten, dann kommen wir sehr schnell ins Persönliche und das gehört hier nicht rein. Und von daher glaube ich, lieber Kollege Hoffmann, ist auch die Rücküberweisung nicht zielführend, weil die Fragen können nicht anders beantwortet werden vom Kreisausschuss. Sie können an dieser Stelle nicht anders beantwortet werden, weil es eben hier Persönlichkeitsrechte zu wahren gibt, die ansonsten verletzt werden könnten. Und von daher, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte, wie gesagt, Sachverhalte, die dazu geführt haben, dass es zu Konflikten zwischen Behördenleitung und Personalrat gekommen ist, kann und möchte ich nicht bewerten. Aber ich möchte doch auch mal sagen, ich bin zwar nicht im täglichen Geschäft drin, aber wenn ich hier sehe, wir haben hier eine Auswahl von Fällen, die, sage ich mal, es ist zwar aus der Fragestellung, mir geht es zwar nicht klar ersichtlich, aber wahrscheinlich sind sie aus der Amtszeit Reinhard Kubert und nicht, sage ich mal, über alle Zeiten, obwohl sie über alle Zeiten sein können. Wenn das, sage ich mal, über alle Fälle, die Konfliktfälle sind, die es gegeben hat, wo dann an einigen Stellen angerufen wurde, dann kann man vielleicht sagen, es gibt Konflikte, aber diese Aussagen von wegen, irgendwie es gebe nur Frust, keine Lust, es gebe kein Vertrauen mehr und irgendwie alle würden, die quasi nur noch mit hängenden Mundwinkeln im Kreishaus zur Arbeit kommen, das scheint mir noch ein bisschen weit übertrieben und tatsächlich dem Märchen zuzurechnen sein. Das heißt nicht, dass alles in Ordnung sei, sondern ich bin dem Kollegen Stoiber sehr dankbar, dass er sagt, dort, wo es eingefahrene Konflikte gibt, soll es Mediationsverfahren geben
und weil das sollte uns alle einigen, dass wir der Meinung sind, dass wir als Ziel haben sollten, dass unsere Beschäftigten im Kreishaus Waldeck-Frankenberg gerne zur Arbeit kommen, dass sie dass das Verhältnis zwischen Personalrat und Behördenleitung so gut wie möglich ist. Aber es wird niemals konfliktfrei sein. Das wäre auch vermessen. Wenn sich ein Personalrat nicht mit der Behördenleitung streiten würde, würde er meiner Meinung nach etwas falsch machen. Das gehört einfach dazu. Und von daher glaube ich, sind wir da doch alle einer Meinung, dass das unser Ziel sein sollte. Aber da nützt es nichts, wenn wir hier im Kreistag einseitig Partei ergreifen. Wir im Kreistag, wir haben natürlich die Interessen der Beschäftigten im Blick. Das ist unser Ziel, weil wir möchten, dass die Verwaltung gut ist. Aber wir sind auch Arbeitgeber und von daher ist es nicht unsere Rolle, hier, sage ich mal, einseitig Partei zu ergreifen. Und von daher glaube ich, dass wir dem Landrat als gute Wünsche sollten, die bestehenden Konflikte auszuräumen, die es gibt, die es naturgemäßerweise geben muss. Ich habe volles Vertrauen, dass dieser Landrat das schaffen kann. Und ich appelliere wirklich nochmal an die Kollegen der Linken, wegen dem Vorgesagten diesen Antrag auch zurückweisen, fallen zu lassen und auch nochmal gleich in der Weihnachtspause darüber sich Gedanken zu machen, ob das, was wir hier gegenüber Landrat Reinhard Hubert vertreten haben, ob das alles das Richtige war. Wir kennen ihn doch eigentlich gut genug, um zu wissen, dass das so, wie Sie das eben gerade hier schwarz-weiß dargestellt haben, nicht stimmen kann. Und von daher sage ich, sollten wir diesen Tagesordnungspunkt jetzt in Frieden beerdigen. Vielen Dank. Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich wollte mich eigentlich zu diesem Thema jetzt nicht zu Wort melden, aber ich denke, es müssen doch noch so ein paar Sätze gesagt werden, nachdem dieses heikle Thema Personal ja eben in einer Märchenstunde, Herr Schwarz, doch zerredet worden ist. Zudem sind da meines Erachtens eine Art und Weise persönliche Angriffe, zum einen gegen den Landrat, zum anderen aber auch gegen unseren Fraktionsvorsitzenden Karl gebracht worden, die in dieser Form nicht haltbar und nicht tragbar sind. Aber meine werten Kolleginnen und Kollegen, ich lasse mich zu, Herr Schwarz. Werte Kolleginnen und Kollegen, ich denke, die Diskussion heute Nachmittag, auch unter dem Hintergrund, hat gezeigt, dass das Thema Personal, Kreishausspitze, ein schwieriges Thema ist. Es ist eben auch vielleicht zu Recht gesagt worden, das Ganze in einer öffentlichen Diskussion durchzuführen, auch sich sehr schwierig darstellt. Insofern gebe ich da an Schwarz-Recht und gebe auch dem Kollegen von den Grünen Recht. Mein Vorschlag wäre es, darüber nachzudenken, diese große Anfrage, die weitere Vorgehensweise dieser großen Anfrage, in der nächsten Ältestenratssitzung unter verschlossenen Türen zu diskutieren und dann hier im Kreistag nach veränderten Modi zu beraten und zu berichten. Sie wollen eine persönliche Bemerkung machen? Aber nicht zur Sache, sondern... Nee, aber nicht zur Sache. Also wir haben eben gerade nochmal nachgeguckt, Sie können, wenn Sie hier persönlich angesprochen worden wären, aber nicht zur... Falsch. Dann sind Sie doch nicht zur Sache sprechen. Was haben Sie denn? Also, verehrte Frau Vorsitzende, ich bin darauf angesprochen worden, es sei der Fraktionsvorsitzende von mir in irgendeiner Form Fraktionsvorsitzende der SPD angesprochen und diffamiert oder wie auch immer falsch zitiert worden. Das ist nicht die Wahrheit. Tatsache ist, ich habe von einem roten Abgeordneten, möglicherweise auch einem roten Ritter gesprochen, Punkt 1. Punkt 2, ich habe nicht den Landrat, den Reinhard Hubert, angesprochen, sondern ich habe etwas klar und deutlich in Richtung Linksfraktion und SPD-Fraktion. Herzlichen Dank für die Ordnung. Also, noch weitere Wortmeldungen?
nicht der Fall. Es ist ja jetzt von der Antragstellenden Antrag mit der Fraktion eine Rückverweisung an den Kreisausschuss. Bitte? Plus Ältestenrat. Nachverhandlung im Eine Rücküberweisung an den Kreisausschuss ist beantragt worden. Also es ist... Bitte, Herr Hauptmann. Antragende Fraktion, also wir denken wir beiden dabei, dass erstmal im Kreisausschuss zur weiteren Bearbeitung gehen soll. Können wir uns mit dem Vorschlag anfreuen, dass wir diese weitere Bearbeitung erstmal dann im Ältestenrat besprechen? Okay, danke Ihnen für die Klarstellung. Aber machen wir das so wie von Herrn Hoffmann eben vorgetragen, also vorher im Ältestenrat und dann in den Kreisausschuss, da stimmt der Überweisung zu? Umgekehrt, ich dachte, Vorbereitung für den Kreisausschuss und den Ältestenrat. Herr Hoffmann hat anders gesagt. Das habe ich gehört. Umgekehrt, das ist umgekehrt verstanden. Also erst Kreisausschuss und dann in den Ältestenrat. Okay. Also wer stimmt der Überweisung in dieser Form zu? Gegenstimmen? Gegen CDU? Enthaltungen? Herr Münch enthält sich und sonst? Wir auch. Eine Enthaltung. Ach, da hinten auch noch Frau Hauptstande. Okay. Das Linker Dampfradio. Das Beste aus der Region.